Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Heute ist es draußen total heiß, deswegen haben wir alles verdunkelt, damit es hier in der Wohnung halbwegs kühl bleibt. Über Nacht haben wir alles durchgelüftet und ich habe ja hier Kunstlicht, also brauche ich hier auch kein Tageslicht im Moment hereinlassen. Ja, wie im letzten Film versprochen, in meinem Mineralienfilm, den ich gestern gedreht habe, möchte ich euch heute eine interessante, moderne Briefesammlung mit vielen Spezialitäten vorstellen. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich euch bitten, meinen YouTube-Kanal Maratomi zu abonnieren. Und am besten auch immer noch diese Glocke anklicken, dann bekommt ihr immer alle meine neuesten Filme mit. Ja, ich habe letzte Woche für 30 Euro hier einen ganz dicken Posten Briefe gekauft. Das ist alles relativ modern, leider auch ein bisschen dieses Querformat, das ist immer bei Sammlern relativ unbeliebt. Trotz alledem sind da ein paar recht interessante Sachen dabei, die ich euch vorstellen möchte. Ich will dann auch wieder den Wert aufschreiben und da wollen wir dann live feststellen, ob sich das rentiert hat, der Einkauf für 30 Euro. Diesmal wird es aber auch für mich ein bisschen schwer, weil da rechte Spezialitäten dabei sind und da weiß ich gar nicht so, wo die teilweise einzuschätzen sind. Also ich habe sie natürlich schon mal überflogen, die Briefe. Es sind viele deutsche Briefe dabei und vorne sind aber auch ein paar Grönlandbriefe dabei. Daher habe ich diesmal zum Nachschauen der Werte den Michel Nord Europa dabei. Das ist ja immer nur, die Werte der Michel-Kataloge sind ja immer nur so eine Richtlinie. Die reellen Verkaufswerte liegen ja oft nur beim Bruchteil der dort angegebenen Werte. Dann wegen der deutschen Sachen habe ich einen Michel Spezial dabei und dann noch den Michel-Briefe-Katalog leider von 2008. Wie schon öfters gesagt, aber der wird uns jetzt soweit dann auch helfen. Dann sind noch ein paar Privatpostmarken dabei. Da habe ich auch noch einen Katalog. Da muss ich vielleicht mal noch nachschauen und den noch holen. Ja, ich war jetzt gerade bei meiner Briefmarkenliteraturbibliothek und da habe ich einen Privatpostmarken-Spezial von 2006. Band 2, das sind die modernen Privatpostmarken. Der Band 1, der ist ja für die alten Privatpostmarken zuständig, die es eigentlich im Prinzip nur bis 1902 gab, weil dann die Post, die Deutsche Post, dann das Monopol, die Deutsche Reichspost, das Postmonopol übernahm. Aber nun wollen wir uns mal die Sammlung näher anschauen. Ja, das sind hier ja jetzt auch noch moderne Briefe, deswegen muss ich jetzt teilweise, wenn das Privatadressen sind, diese abkleben. Hier haben wir einen Brief aus Grönland, das ist weiter nichts Besonderes. Der stammt vom Jahr 1997, würde ich mal einfach mit 50 Cent einkalkulieren. Ja, hier habe ich einen weiteren Brief aus Grönland. Der wurde sogar mit der Schiffspost verschickt. Mit der MS Europa würde ich jetzt auch mal so bei 50 Cent bis 1 Euro einstufen, womit wir dann bei 1 Euro schon sind. Ja, hier haben wir einen weiteren Grönlandbrief, würde ich jetzt auch mal bei 50 Cent einstufen. Auch diesen hier, dann sind wir da bei 1 Euro. Da würde ich auch sagen 50 Cent. Jetzt auch nichts Außergewöhnliches, auch wenn das jetzt eher keine Sammlerpost immerhin ist. Hier ein weiterer Grönlandbrief, auch für 50 Cent. Der würde ich auch sagen, 50 Cent. Da haben wir jetzt bei 5 Briefen, sagen wir mal 2 Euro. Womit wir dann schon bei 3 Euro sind. Ja, es folgen weitere Grönlandbriefe. Das Abdecken ist ja jetzt natürlich immer etwas nervig. Ich würde die auch alle jeweils so bei 50 Cent einstufen. Hier haben wir noch eine schöne WWF-Winknette. Vielleicht würde ich sagen, in diesem Fall machen wir doch mal einen Euro. Auch hier haben wir eine WWF-Winknette mit dabei. Und auch wieder eine schöne Grönlandmarke von 1984. Würde ich jetzt auch mal mit 1 Euro einstufen. Womit wir schon bei 2 Euro zusätzlich sind. Sind wir insgesamt bei 5 Euro. Es folgt ein weiterer Brief von 1981, würde ich jetzt auch mal bei 50 Cent einstufen.
Dann hier ein schöner Brief. Also das scheint ein Geschäftsbrief zu sein, immerhin mit einer Zuschlagsmarke. Da würde ich jetzt mal vielleicht 1 Euro sagen. Und es folgen weitere Grönlandbriefe. Das ist eine Geschäftsadresse, die können wir ja dann zeigen. Für die auch nochmal 1 Euro. Das sind mal jetzt insgesamt, sagen wir mal, 3 Euro von dem, was ich gezeigt habe. Und jetzt kommt hier nochmal ein schöner Brief. Immerhin vom Unterrand, da würde ich jetzt auch mal 1 Euro ansetzen. Und hier wieder auch mit einer schönen WWF-Winknette aus diesem, hier die WWF-Winknette, aus diesem Grund würde ich da auch nochmal 1 Euro ansetzen. Dann sind wir insgesamt jetzt schon bei 10 Euro. Ja, es folgt ein ganzer Schwung weiterer Grönlandbriefe, der ist eigentlich auch recht schön. Mit einer Weihnachtsmarke noch, mit so einer Julmarke, würde ich jetzt auch mal bei 1 Euro einstufen. Dann haben wir hier einen schönen Brief von Grönland von 1979. Das sind alles Briefe eigentlich eher, die nicht für Sammler gemacht sind. Das macht die ganze Sache interessant. Das sind teilweise sogar Geschäftsbriefe. Würde ich jetzt auch bei 1 Euro ansetzen. Da würde ich mal wieder sagen 50 Cent, dann sind wir bei 2,50. Den noch dazu mit 50, dann sind wir nochmal bei 3 Euro insgesamt, also schon bei 13 Euro. Der Brief ist hier ja auch wunderschön, da ist ja noch, sieht man nochmal ganz Grönland abgebildet, auch mit Einheimischen und mit der Fauna, also der Tierwelt Grönlands. Hier natürlich der Eisbär. Ich denke, Rentiere werden es allerdings im Zentralgrönland sich kaum herumtreiben, denn da ist nur Gletschereis und da hätten die auch gar nichts zu fressen. Ja, der Brief, der ist sehr interessant, das ist sogar mit einem hohen Wert, mit einer 25 Kronen, eine schöne Buntfrankatur, Mischfrankatur, ein R-Brief, der ging, glaube ich, nach Ulmanak, der war wahrscheinlich sogar innerhalb von Grönland verschickt. Macht die Sache ein bisschen interessanter. Hohe Frankaturwert würde ich mit 3 Euro ansetzen. Sehr schöner Brief. Sieht interessant aus. Hier mal einen weiteren Brief. Den setze ich mal jetzt einfach mal wieder mit 50 Cent an. Das hier würde ich jetzt auch mit 50 Cent ansetzen. Sind wir bei 1 Euro. Das ist wieder ein Geschäftsbrief nach Ulmanak. Auch aus Grönland. Den würde ich mal vielleicht auch bei 1 Euro ansetzen. Da kommen wir also nochmal 2 Euro dazu. Sind wir insgesamt bei 18 Euro. Dann haben wir hier wieder einen schönen Brief. Den setze ich jetzt einfach mal mit 50 Cent an. Hier sogar mit einem Eisbären. Den setze ich auch mal mit 50 an. Da sind wir bei 1 Euro. Ja, und dann haben wir den Brief noch. Da setze ich jetzt mal gar nichts an. Da sind wir insgesamt nun schon bei 19 Euro. Und so Grönlandbriefe, die hauptsächlich echt gelaufen sind und die jetzt anscheinend sogar innerhalb von Grönland sind auch nicht allzu häufig, weil da leben ja auch nicht allzu viele Menschen auf Grönland. Also es ist ein ganz interessanter Posten, vielleicht habe ich ihn sogar etwas zu niedrig angesetzt. Ja, jetzt folgen sogar ein paar Sachen aus China und Japan. Hier was aus der Volksrepublik China, neuere, modernere Ware, schauen wir mal. Von welchem Jahr? Das scheint, glaube ich, sogar von 2007 zu sein. Also ein neuerer Brief. Würde ich jetzt maximal bei 1 Euro ansetzen. Dann rechnen wir dazu gar nichts. Zu diesen japanischen Marken, die ausgeschnitten sind. Dann nochmal ein japanischer Brief. Ein schöner Luftpostbrief. Da setzen wir auch mal 1 Euro an. Der ist recht schön. Können wir nochmal 2 Euro dazu rechnen, womit wir schon bei 21 Euro sind. Ja, und jetzt waren hier noch ein paar Marken. Die eine, den Viererblock, den habe ich schon nochmal nachgeschaut. Der steht im Katalog bei 45 Michel-Euro. Ist als von 1949, ist ein interessanter Viererblock, relativ selten. Der Rest ist dann Zugabe. Da können wir mal 11 Euro Sammlerwert rechnen. Damit sind wir schon bei 32 Euro. Das ist nur eine Briefvorderseite, aber da sind viele schöne Marken zu sehen. Von Japan,
rechne ich jetzt mal gar nichts. Dafür diesen Brief, da würde ich dann einen Euro rechnen, auch aus Japan. Hier folgt ein weiterer 1-Euro-Brief aus Japan. Sind wir bei 2 Euro. Nochmal ein schöner bunter Brief, sind wir bei 3 Euro jetzt insgesamt, das ist auch wieder für 1 Euro. Den hier würde ich jetzt auch mal 1 Euro anfixieren, dann sind wir bei 4 Euro. Und dann den hier noch, dann sind wir schon bei 5 Euro. Ich bin jetzt zu faul, die einzelnen Marken nachzuschauen. Vielleicht sind da ja sogar ein paar bessere mit dabei. Ja, insgesamt sind wir jetzt schon bei 37 Euro, also 7 Euro. Über den Einkaufswert hier mal noch 2 Briefe von Hongkong. Die würde ich jetzt auch mal zusammen mit 1 Euro einstufen. Ja, jetzt kommen die deutschen Sachen. Da sind eine ganze Reihe von Spezialitäten dabei. Hier haben wir eine starke Verzähnung. Also das ist total unzentriert gezähnt. Sowas sieht man sehr selten. Das ist eigentlich sozusagen dann eine Abart. Hier sieht man die Originalmarke, wie die normalerweise gezähnt ist, also da sieht man, das ist alles total unzentriert gezähnt. Sieht man also nicht so häufig. Ist jetzt sehr schwer, da einen Sammlerwert zu nennen. Ich setze jetzt hier einfach mal 5 bis 10 Euro an. Machen wir es mal vorsichtig und schreiben nur 5 Euro auf, weil sich dann wieder der eine oder andere aufricht, wenn ich zu viel, was zu stark bewerte. Aber wer sich mit sowas auskennt, kann mir gern dazu noch einen Sammlerwert nennen. Also ich schreibe jetzt mal 5 Euro auf, dann sind wir bei 43 Euro. Ja, dann haben wir hier 2 moderne Einschreibebriefe, auch bereits aus der Eurozeit. Würde ich jetzt mal bei maximal 1 Euro ansetzen, die beiden zusammen. Ja, hier haben wir den nächsten Geschäftsbrief, wieder mit einer starken Dezentrierung. Dieser 100er Marke von 1994. Ist natürlich auch sehr interessant, würde ich auch bei mindestens 5 Euro ansetzen. Ja, da wurde die Gebühr bezahlt, ist irgendwie handschriftlich. Vielleicht interessant, würde ich mal mit 1 Euro ansetzen. Dann habe ich hier noch einen R-Brief, immerhin 10er Block, würde ich mal mit 2 Euro ansetzen. Das sind dann nochmal 3 Euro dazu. 52 Euro mittlerweile schon wieder. Ja, hier nochmal so ein 10er Block, würde ich auch mit 2 Euro ansetzen. Und hier ein Brief mit sehr hohem Frankaturwert. Sagen wir mal 1 Euro, also dann machen wir halt die beiden mal 3 Euro zusammen, womit wir dann schon bei 55 Euro sind. Hier haben wir 2 Briefe mit Automatenmarken. Könnte was Besonderes sein, weil der hat sich was gedacht hier, der Sammler. Der hat eigentlich keine trivialen Sachen hier da eingeordnet. Ich würde mal jeden Brief mit jeweils 1 Euro taxieren, womit wir dann schon bei 57 Euro sind. Ja, auch wenn es so aussieht, in diesem Fall sind, glaube ich, keine waagrechten Bärchen dabei. Nein, das sind, glaube ich, alles Rollenmarken. Das sind sicher auch mit Rollennummern dahinter. Müsste man genauer anschauen. Hier habe ich auch nochmal, das sieht auch so wie waagrechtes Pärchen aus, sind aber alle aus der Rolle. Und da sind bestimmt auch wieder Rollennummer dabei. Ich würde mal die beiden Briefe, sehen ja auch sehr interessant aus, mit 4 Euro zusammen ansetzen, womit wir dann schon bei 61 Euro sind. Dann kommen noch ein paar Privatpostbriefe dazu, da rechnen wir nochmal 1 Euro mit dazu. Sind wir dann aktuell schon bei 62 Euro. Ja, jetzt kommen ein paar Spezialitäten für Automatenmarkensammler. Der wurde hier mit 5 Euro Cent frankiert, der war sicher unterfrankiert. Der Brief würde ich mal mit 1 Euro einstufen. Dann haben wir hier eine Automatenmarke, da fehlt der Werteindruck komplett. Ging anscheinend trotzdem durch bei der Post. Den würde ich vielleicht mal bei 2 Euro ansetzen. Der war sicher auch zu niedrig frankiert und ging trotzdem durch. Setzen wir aber jetzt mal nichts an. Auch der war ich mit 1 Cent unterfrankiert und ging bei der Post durch. Setzen wir mal für diese beiden Briefe 2 Euro an. Dann hier haben wir eine interessante Variante. Die hängen zusammen, wurden gar nicht auseinandergeschnitten unten.
Hunde 1,10 Mark, oben kein Werteindruck, ist interessant, würde ich mal bei 3 Euro ansetzen. Sind wir schon bei 70 Euro. Und hier haben wir auch nochmal einen sehr interessanten Brief. Da fällt bei beiden Malen der Werteindruck und das Ganze ging trotzdem bei der Post durch. Da setzen wir auch nochmal 3 Euro mindestens an. Ja, das ist auch sehr interessante Automatenmarke. Die wurde ja total falsch in der Maschine geschnitten. Da ist ein unteres und ein oberes Teil einer Marke. Halte ich auch für sehr interessant. Sollte man auch mindestens bei 3 Euro ansetzen. Ein interessierter Sammler zahlt vielleicht sogar deutlich mehr dafür. Auch der hier ist sehr interessant. Wurde auch total zerschnitten in der Maschine. Setzen wir auch mal 3 Euro an. Auch der hier wurde total zerschnitten. Sieht auch sehr interessant an. Setzen wir auch mal mit 3 Euro an. Also es kommen nochmal 6 Euro insgesamt dazu. Womit wir schon bei tollen 82 Euro sind. Und das bereitet mir schon wieder total viel Freude. Also das ist fast ein Eldorado für Automatenmarkensammler, die Spezialitäten suchen. Auch die hier ist total völlig zerschnitten. Da hat die Maschine auch Mist gebaut. Man kann den Wert immerhin noch erkennen von den 60 Cent. Würde ich 3 Euro ansetzen. Auch hier hat die Maschine total daneben geschnitten. Nochmal 3 Euro, dann sind wir schon bei 6 Euro. Und hier fällt wieder der Werteindruck. Nochmal 3 Euro, dann sind wir bei 9 Euro, die dazu zusätzlich dazukommen. Womit wir schon bei 91 Euro sind. Juhu, das macht ja mal wieder so richtig Spaß. Da kommt Freude auf. Ja, es geht lustig munter weiter. Hier haben wir einen schönen Privatpostbrief. Bin Standardmail. Der ist von 2006, der ist wahrscheinlich in meinem Privatpostkatalog noch gar nicht drin. Ich setze ihn mal einfach mit 1 Euro an. Dann haben wir hier einen schönen Brief, da kommt einiges an Frankaturwert zusammen. Hier und da haben wir hier noch einen Oberrand, Eckrand einer 400er Marke. Hier ein waagrechtes Bärchen, also es ist ein schöner Brief. Den würde ich auch mal mit 2 Euro taxieren. Ja, hier folgen zwei weitere schöne Privatpostbriefe. Die würde ich auch mal mit jeweils 1 Euro taxieren. Dann sind wir schon bei 94 Euro. Ja, jetzt kommt was richtig Interessantes. Diese Marke ist eine Fälschung zum Schaden der Post. Das erkannte immerhin die Post. Da steht jetzt hier auch ein Stempel drauf, gefälschtes Postwertzeichen, festgestellt durch Deutsche Post AG. Und wurde dann mit einem Nachbotter von 106 Cent zur Strafe belegt. Jetzt sind da noch 3 weitere Briefe dabei. Ich weiß nicht jetzt, ob hier die Marke dann echt ist oder auch gefälscht ist. Das muss ich mal noch überprüfen. Auf jeden Fall, der hier ist sehr interessant. Hier hat er, glaube ich, auch noch was dazugelegt. Ah ja, da erkennt man oben, dass er aus gefälschter Marke, unten aus Originalmarke stark vergrößert. Also jedenfalls der hier ist falsch, den würde ich jetzt mindestens mit 5 Euro belegen. Bei den anderen weiß ich jetzt nicht, sagen wir mal insgesamt 6 Euro, denn dann sind wir schon jetzt bei 100 Euro. Wahnsinn. Und das hier ist ja so eine richtige Kuriosität, das ist richtig interessant. Das geht, glaube ich, auch in meine Sammlung. Es folgen allerlei Briefe mit Privatpost von der BIN AG. Ich lege es hier mal einfach auf. 3, hier mit Marke 4, 5, 6, 7 Briefe würde ich mal einfach mit 3 Euro taxieren. Dann sind wir schon bei 103 Euro. Hier folgen jetzt weitere Kuriositäten. Das sind keine Ersttagsbriefe, sondern Vorersttagsbriefe sozusagen. Diese Marke wurde am 13.04.2006 ausgegeben, aber der Stempel datiert bereits schon mit 29.03.2006. Entsprechendes ist jetzt auch bei diesen Briefen, die sind alle vor der, mit Stempeldaten vor dem Ausgabetag entwertet worden. Das sind insgesamt 5 Briefe. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Nennen wir es mal einfach Vorersttagsbrief. 5 Briefe. Halte ich für sehr interessant. Würde ich mal die 5 Briefe
bei 10 bis 15 Euro taxieren, sagen wir mal 12 Euro, womit wir dann schon bei 115 Euro sind. Ja, das scheinen wieder zwei Privatpostbriefe zu sein. Jetzt nicht so interessant. Sagen wir mal 50 Cent zusammen beide. Und hier haben wir aber eine schöne Kuriosität. Da wurde die Post wieder mal verarscht. Weil das ist irgendeine Mustermarke, wurde ausgeschnitten und dann als Frankatur verwendet, also auch zum Schaden der Post. Das sind manche, lassen sich da richtig was einfallen. Also für diese Kuriosität würde ich auch mal zusammen mit den anderen wieder mal, würde ich mal so 4 Euro ansetzen, das sind wir schon bei 119 Euro. Wahnsinn. Ja, auch hier wurde die, das ist auch eine Fälschung zu Schaden der Post, das ist vielleicht sogar mit einem Farbdrucker ausgedruckt, so eine Marke, und dann da einfach drauf geklebt worden. Also das ist schon sehr dreist gemacht worden, würde ich mal so für 2 Euro ansetzen. Ja, und hier habe ich eine Kombination aus Ganzsache, noch mit, ja, noch aus der DM-Zeit, aber auch schon mit Euro bewertet. Und hier noch eine 145er, einen Einwurf einschreiben. Da würde ich dann maximal 1 Euro ansetzen. Mit der zusammen, mit der Fälschung, sagen wir mal 3 Euro für die beiden. 122 Euro sind wir damit schon. Ja, bei dieser Marke ist sicher der Stempel interessant. Was für ein Stempel das ist, kann ich jetzt nicht sagen. Wer was dazu weiß, kann es ja in der Kommentarleiste dazu schreiben. Ich setze jetzt hier einfach mal 2 Euro an und dann habe ich noch eine verschnittene Automatenmarke. Da setzen wir auch noch mal 2 Euro an, dann sind wir bei 4 Euro. Macht 126 Euro. Ja, hier wurde ein Brief mit einem Ganzsachenausschnitt kombiniert. Ich weiß nicht, ob das heutzutage erlaubt ist. Wurde einfach gemacht und ging auch durch. Setzen wir mal 1 Euro an. Und hier haben wir auch nochmal eine verschnittene Automatenmarke. Die setzen wir mit 2 Euro an. Dann sind wir bei 3 Euro. Also insgesamt 129 Euro schon. Ja, es folgen wieder allerlei weitere interessante Briefe. Ich lege sie mal auf. Da machen wir dann so einen Komplettwert. So ganz grob geschätzt hier mit Rollenmarken, auch Rollennummern teilweise dabei. Hier mit einem Bahnpoststempel. Rechnen wir mal alles zusammen. Hier sage ich mal 2 Euro. Hier, das ist eigentlich auch schön. Dann auch nochmal 2 Euro, sind wir bei 4 Euro, 5 Euro und den Rest 1 Euro. Dann sind wir bei 6 Euro für diesen kleinen Posten. Ja, hier haben wir einen sehr interessanten Brief, eine Mehrfachfrankatur von der Michel 1880. Der Briefekatalog notiert die mit 70 Michel-Euro. Also da können wir getrost, glaube ich, 15 Euro ansetzen. Das ist ein richtig seltener Brief. Sind wir schon bei 150 Euro. Dann hier haben wir auch nochmal eine 400er Mehrfachfrankatur. Die ist jetzt da nicht so viel wert. Da wollen wir jetzt mal 3 Euro ansetzen. Hier wurde ein ungültiges Postwertzeichen aufgeklebt, da wurde das Ganze mit Nachbotto, mit Nachentgelt belegt. Auch interessant, sagen wir mal 2 Euro, sind wir bei 155 Euro. Da weiß ich nicht, was es auf sich hat, es scheint wieder so eine Privatpost zu sein, rechnen wir jetzt mal gar nichts. Dann haben wir hier Rollenmarken, das sind auch Rollennummern hinten drauf, soweit ich sah. Da rechnen wir mal 1 Euro. Ja, hier haben wir dann eine 110-Pfennig-Marke, 8-mal. Im 8er-Block ist auch ein schöner Brief, sollten wir mal mindestens mit 1 Euro, vielleicht sogar mit 2 Euro bewerten. Ich mache jetzt mal nur 1 Euro. Dann haben wir hier allerlei Rollenmarken, rechnen wir auch mal 1 Euro. Hier nochmal 1 Euro, sind wir insgesamt bei 2 Euro. 3 Euro. Alle schöne Briefe, 4 Euro, 5 Euro und den vielleicht nochmal mit 2 Euro, dann sind wir insgesamt bei 7 Euro und insgesamt bei 164 Euro. Also das hat auch schon mal wieder Spaß gemacht. Hier haben wir einen schönen Brief mit Einschreiben mit Rückschein, würde ich auch mal mit 1 Euro taxieren. Auch hier wieder jeweils Einschreiben mit Rückschein.
2 Euro für die beiden Briefe, würde ich sagen. Ja, hier haben wir eine stark verzehnte Marke wieder. Die würde ich mal mit 3 Euro ansetzen. Dann haben wir hier einen schönen Sammlerbrief. Den würde ich mit 1 Euro ansetzen. Sind wir bei 4 Euro. Dann den hier würde ich auch mit 1 Euro ansetzen. Sind wir bei 5 Euro. Und hier sind 2 waagrechte Bärchen dabei von der Heuss. Den würde ich auch mal mit 5 Euro ansetzen. Also sind wir insgesamt bei 10 Euro. Das heißt, wir haben jetzt eine Gesamtsumme von 177 Euro. Jetzt kommt ein ganzer Schwung weiterer Briefe, die ich da jetzt mal im Eilverfahren durchgehen werde, weil sonst der Rahmen des Films total gesprengt wird. Ich addiere jetzt einfach mal auf. Die beiden Briefe würde ich sagen 1 Euro. Dann kommt der dazu, 2 Euro. Macht 3. Mit dem 4. Dann ein Kosovo-Brief, der ist interessant. Da würde ich mindestens 3 Euro ansetzen, sind wir bei 7 Euro, also 184 Euro. Hier ein Neuseeland-Brief, 50 Cent, 1 Euro, 1,50, 2, 2,50, nachträglich entwertet, also da machen wir 2,50, da machen wir 1,50, macht 4 Euro. 4,50, 5, 6, 7. Da ist vielleicht auch was Besonderes dabei. Ich sage jetzt mal einfach 8 Euro. Dann sind wir schon bei 192 Euro. Hier ein waagrechtes Bärchen der 220er. Da können wir auch 1 Euro. 2 Euro. Ganzsachen, 3 Ganzsachen noch. Nochmal 3 Euro dazu rechnen, womit wir schon bei 195 Euro sind. Das ist schon richtig toll. Ja, jetzt kommt eine Abart, die bezeichnet er als extrem selten, also RRR, Geschäftspost. Und das Seltene ist vielleicht eine Druckzufälligkeit, also ein Plattenfehler ist das hier jetzt jedenfalls nicht, ist aber trotzdem interessant. Sonne in den Wolken praktisch. Würde ich jetzt mal den ganzen Brief, der könnte durchaus interessant sein, mal vielleicht bei 10 Euro ansetzen. Und zum Abschluss haben wir hier auch noch einen Plattenfehler, den hat er hier auch noch schön gekennzeichnet. Da ist ein Punkt an der Tachrinne, das habe ich jetzt schon mal überprüft, das ist wirklich der Fall. Es handelt sich um die 2140, Plattenfehler 2. Der Michel-Katalog notiert das Ganze mit 40 Michel-Euro. Können wir also noch einmal 10 Euro dazu rechnen. So kommen wir insgesamt auf einen Gesamtwert von 215 Euro. Also das hat schon wieder richtig Spaß gemacht. Da muss ich schon wieder richtig jubilieren. Juhu, juhu. Ja, das waren ja richtig viele Briefe. Der Film wurde wahrscheinlich jetzt wieder unheimlich lang. Aber er zeigte auch, dass man auch in moderner Geschäftspost sehr interessante Sachen entdecken kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei dieser einen Abart sahen, mit dieser Wolke, dann mit dieser zum Schaden der Post gefälschten Marke und auch Plattenfehler und alles Mögliche. Und wie die Post teilweise auch verarscht wurde von manchen, was die da alles draufgeklebt haben und was dann im Postverkehr durchging. Sollte man natürlich nicht nachahmen, weil das ist ja eigentlich das gleiche wie Falschmünzerei. Und wahrscheinlich auch entsprechend strafbar. Aber man sieht, es wird alles Mögliche ausprobiert, um die Post AG zu betrügen. Aber das ist natürlich auch interessant und das sind ja dann auch interessante Sammelobjekte. Ja, insgesamt kam ich jetzt auf 215 Euro. Diesmal war es teilweise sehr schwer einzuschätzen, das Ganze. Auf alle Fälle war es diese 30 Euro, was dieser ganzen Backen Briefe kostete, war es wert. Denn wenn man da bedenkt, was für eine Arbeit dahinter steckte, die der Sammler hier reinsteckte, der hat es ja dann Gott sei Dank relativ gut dokumentiert. Das hat es mir jetzt teilweise leicht gemacht. Weil den Plattenfehler hätte ich jetzt zum Beispiel nicht so ohne weiteres entdeckt, wenn der da jetzt keinen Zettel dazu gelegt hat.
Ich hoffe, das hat er an allen anderen Stellen auch gemacht. Ich glaube, die Briefe muss man nochmal teilweise richtig unter die Lupe nehmen. Denn der Sammler, der hier da die Briefe reingesteckt hat, der hat sich wirklich was dabei gedacht. Da sind eigentlich, ist kaum was Triviales mit dabei. Ja, um den Film nicht noch weiter in die Länge zu ziehen, möchte ich jetzt dann langsam schließen und mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und Geduld bedanken. Und wenn euch der Film gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, meinen YouTube-Kanal Maratomi zu abonnieren. Dann hoffe ich, dass ihr die heißen Tage gut übersteht. Ich habe da auch vor einiger Zeit einen interessanten Film zum Thema Hitze, Hitzelaufen, Hitzewanderung gemacht, wie man da der Hitze widerstehen kann. Auf diesen Film möchte ich auch mal ganz kurz noch verweisen. Und ja, die Hitzewelle werden wir gut überstehen und dann wird es auch wieder kühler und der Herbst wird dann auch schon bald wieder kommen und dann wird man sich im Winter wieder die Sonne zurücksehen. Dann auf Wiedersehen und schöne Tage. Tschüss.